Moin Moin, ihr Schlittchen, und herzlich willkommen im verregneten Bayernpark. Eigentlich war der Plan, heute eine Parkvorstellung zu machen bei wunderschönem Wetter. Wird glaube ich nicht so viel, deswegen habe ich mir gedacht, mache ich stattdessen einen Vlog, weil gefühlt sind wir 2 von 10 Gästen bisher. Mal sehen, was man hier so alles filmen kann. Ich hoffe, es fährt alles ganz normal. Ich hoffe, der Niesel bleibt jetzt einfach so. Ich war auf jeden Fall seit über 10 Jahren nicht mehr hier. Gibt ein paar neue Sachen. Ich bin echt gespannt. Ich freue mich auch tatsächlich auf Freischütz, auch wenn die Fahreigenschaften nicht mehr so gut sein sollen. Habe ich mir sagen lassen, aber hey, mein Gott, ich hab Bock. So, fertig. Und als allererstes, weil das Wetter so schön ist, geht's aufs Rafting. Zwei Attraktionen gemacht, waren zuerst auf dem Rafting, was super, super krass war. Also es hat sich so hardcore gedreht. Das kriegt man sogar selten auf der Kirmes-Attraktion so hin. Also richtig, richtig krass. Vollkommen übertrieben, hat mega Laune gemacht. Und es sieht halt echt gut und gepflegt aus, muss man einfach sagen. Und jetzt gerade waren wir in Stadelgaudi 4D. Ich meine, das wäre ein alter Face. Ja, Dark Ride würde ich es nicht nennen. Es ist ein interaktives Drehkino quasi. Ihr fahrt viermal so, dreht ihr euch im Kreis, schießt auf Leinwände. Ziele unfassbar klein, aber mega viele. Ihr habt immer verschiedene Sachen, mit denen ihr schießt. Mal Hufeisen, mal zündet ihr Feuerwerk an, mal schießt ihr Farbe. Ist echt cool. Die Kanonen funktionieren nicht so gut. Aber es ist eine echt coole Attraktion. Also schon sehr, sehr geil. Und auf kleinster Fläche mit einer sehr süßen Warteschlange. Und jetzt gehen wir Achterbahn fahren. So. Wir sind jetzt noch die Achterbahn namens Achterbahn gefahren. Ein Sierra Tivoli Custom. Eine sehr schöne Bahn, macht echt viel Spaß. Sind wir natürlich ein paar mehr Runden gefahren, weil ein paar Leute im Zug echt viel Spaß drauf hatten. Direkt daneben steht Voltron, der Funtime-Turm, der Freefall Tower, der hier rumsteht. Die genaue Höhe habe ich gerade gar nicht im Kopf. Ich meine aber auch, dass der 105 Meter oder so hätte. Irgendwie sowas. Extrem geile Aussicht, die wahrscheinlich noch geiler wäre, wenn es nicht regnen würde und blauer Himmel wäre, würde ich einfach mal behaupten. Fall ist ganz nett. Auf jeden Fall sieht unten der Bereich echt schön aus. Und sehr nette Mitarbeiter. Sehr nette Mitarbeiter bisher. Und was man sagen muss, extrem schöne Grünanlagen. Ich betone es immer wieder, extrem schöne Grünanlagen. Ganz wichtig. So. Und jetzt gehen wir mal zur Neuheit. Füllefranz. Ja, wo ein Mitarbeiter auf der Schiene steht. Ja, nee. Sag nix. Wir gehen zu Föhle-Franz, gucken uns das mal an, die Gerstlauer Bahn. Und gleich macht Freischütz auf. Da stehen ganz viele mit. Und, oh Gott, war das jetzt anstrengend, den Berg hier hoch.
Ja, es bleibt regnerisch, es bleibt interessant, es bleibt spannend. Wir machen das Beste draus. Und übrigens, Stadel Gaudi 4D ist von Lagotronics. Ein sogenannter Game Changer. Ja, okay. Das hat schon nicht funktioniert. So, ja, war so semi-gut, so von der Funktion her. So, auf jeden Fall. Für eine Frage! Drei Achterbahnen später. Wir sind eben die Achterbahn-Neuheit Firlefanz gefahren. Von Gerstlauer, ein Family Launch Coaster mit Weiche drin. Weltweit, glaube ich, einzigartig mit so einem Rundkurs, den man einmal vorwärts fährt. Dann fährt man durch die Station, fährt das Ganze wieder rückwärts und kommt wieder gerade normal in der Station an. Eine sehr schöne Familienbahn, würde ich sagen. Gerade für die Kleinsten sehr gut geeignet. Macht einiges her. Ist natürlich noch nicht fertig thematisiert. Das, was man angedeutet sehen kann, wird aber, glaube ich, echt schön. Also das ist ein süßes Gesamtpaket, würde ich einfach mal behaupten. Danach waren wir in der Indoorhalle der Burg Fellbach, heißt sie, glaube ich. Da steht nämlich noch ein Butterfly drin, der Star Shuttle. Ja, ist halt ein Butterfly, ist man mal gefahren. Zum Glück haben sie nicht noch zwei hier, der andere stand nämlich draußen. Und danach waren wir gerade auf Freischütz, dem Maurer LSM Launch Coaster, der hier steht. Ja, wie sagt man das am besten? Ich würde sagen, intensiver Launch Coaster, dessen Fahreigenschaften. Ah, weiß ich jetzt nicht. Weiß ich einfach nicht. Man fragt sich am Ende, woran hatte die liegen? Naja, an sich ist das Layout echt geil. Und ich glaube, wenn das wirklich glatte Fahreigenschaften wären, wäre das eine richtig, richtig geile, intensive Bahn. Ja. So. Ist man die gefahren. So, jetzt gerade ist tatsächlich Mittagspause von 12 Uhr bis 12.30 Uhr, haben einige Attraktionen geschlossen. Wir sind halt unter der Woche hier, wir sind gefühlt mit 20 anderen Parkgästen hier unterwegs. Freischütz, das Rafting, Wildwasserbahn und Voltron haben auch Wechselbetrieb. Wir gucken jetzt halt einfach hier so ein bisschen nochmal rum am See und dann wollen wir noch Skyfly fahren. Tobi wollte noch die letzte Achterbahn fahren. Und mal sein mag. Und dann werden wir uns wahrscheinlich schon auf den Weg machen, glaube ich. War auf jeden Fall jetzt, bis jetzt
ein ziemlich witziger Parkbesuch im Regen. Klar, also man versucht halt irgendwie das Beste draus zu machen. Da kann man halt nichts für. Es gibt einen Faktor bei diesem Hobby, den kann man nicht beeinflussen, und das ist leider das Wetter. Aber es gibt ja nur schlechte Kleidung. Ja, doch. Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung. So, das wollte ich sagen. Jetzt gehen wir hier einmal am See. Hier ist nämlich ein Raddampfer, der hier irgendwo da hinten fährt, irgendwie dreimal am Tag, glaube ich. Und da ganz hinten gibt es nämlich so ein schönes Fotomotiv mit so einer Bötchenfahrt davor. Die gucken wir uns jetzt mal an, weil das sollte man schon gesehen haben. Es gibt noch eine Sommerrodelbahn, aber bei dem Wetter fährt die natürlich auch nicht. Ist ja auch logisch irgendwo. Auf jeden Fall ist der Bayernpark schon ein verdammt schöner Park, muss man sagen. Gerade für die Größe ist er unfassbar toll angelegt, mit sehr, sehr viel Grün. Und theoretisch gibt es, glaube ich, auch noch hier hinten im Stück sehr viele Tiere. Aber die sparen wir uns mal, weil wir heute tatsächlich noch ein paar andere Ziele haben und noch nach Wien fahren müssen. Ja, und eventuell ins Kino gehen. Mal gucken. Der Zeitplan ist straff. Der Zeitplan ist straff. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass genug Aufnahmen bisher drin waren. Ist halt ein bisschen schwierig, wenn keine Parkgäste da sind und die Attraktion nicht fahren und so weiter. Und dann muss man immer die, wenn die gerade fahren, muss man das voll ausnutzen. Ist dann halt immer schwierig, aber ja, mein Gott. Was soll's. Auf jeden Fall Bayernpark. Empfehlung jetzt schon mal raus, aber ich melde mich gleich nochmal. So, wir verabschieden uns dann auch mal aus dem Bayernpark. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn der tolle Eingang, scheinbar tolle Eingang fertig ist und so. Ja, wir gefahren sind wir tatsächlich noch ein paar kleinere Sachen. Einmal die Drachenbahn, so ein Rundkarussell, überdacht, was tatsächlich ziemlich cool aussieht. Thematisiert, ne? Ein bisschen Licht. Wäre jetzt natürlich noch cool, wenn da ein bisschen Soundtrack laufen würde, sowas ganz Einfaches, Abenteuermäßiges. Ich glaube, das macht dann schon einiges her. Daneben waren wir dann auf der Froschbahn, damit Tobis Punkt auch mal blau ist. Der winzige Zira Small, der hier steht. Ja, ist halt Zira Small. Dann war ich noch auf Taolon, ein Indoor-Zira-Family-Freefall, zuckersüß thematisiert, fand ich wirklich, wirklich cool. Und dann war ich jetzt gerade am Ende noch auf dem Duell der Adler, dem Skyfly, der hier steht. Ja, Skyfly macht halt immer Laune. Und generell, der Bayernpark ist einfach ein verdammt schöner Park. Natürlich jetzt nicht bei dem Wetter, wie wir uns das ausgesucht haben, aber das ist schon ein wirklich, wirklich schöner Park. Mit einer tollen Vielfalt an Attraktionen. Es fehlt jetzt neben Freischütz noch so die ultimative Bahn, weshalb man hier hinkommen sollte. Aber ich sag's ja immer wieder, wenn man in der Nähe ist, sollte man hier mal vorbeischauen. Ein wirklich cooler Familienfreizeitpark. Ja, wir machen uns jetzt auf den Weg. Wir haben heute nämlich noch zwei andere Ziele. Und ich sag einfach mal, ich bin raus. Ich wünsche euch viel Spaß in den Freizeitparks dieser Welt, weil ich weiß nicht, ob ich bei den nächsten Zielen noch filmen werde. Keine Ahnung. Vielleicht auch ja, vielleicht nein. I don't know. Auf jeden Fall viel Spaß in den Freizeitparks dieser Welt. Bis dann.